Ja, hey Leute, wieder ein Unboxing mit einem späteren Review. Und zwar geht es hier um den Backbeat Pro Wireless Kopfhörer. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Reduction, ANC. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ANC bedeutet, aber Active Noise Cancelling, genau, das war das, Cancelling. Also aktiver Rauschunterdrückung, und damit ist nicht das Rauschen gemeint, was ihr vielleicht in Musikstücken habt. Nein, nein, damit ist ja das Hintergrundrauschen gemeint, beziehungsweise der Lärm, der um euch herum ist. Ach, so, na, wir wissen. So, und das heißt, dieser Lautsprecher reduziert Hintergrundgeräusche. Auf den Trichter kam ich ja während der IFA. Durch Rapu, weil die auch so einen ähnlichen Planung hatten, aber den gibt es anscheinend bis jetzt noch nicht. Und ja, diese Box ist in der Box sozusagen. Ich zeige euch nochmal die andere Box hier mit den technischen Details. Und ja, das Ganze ist kabellos. Ich habe was Kabelloses nämlich gesucht mit Bluetooth, und das sieht ein bisschen komisch von innen aus. Es ist ein Bild, okay. Und ihr habt hier nochmal ein paar Infos. Also bis zu 24 Stunden soll das Ganze hier halten. Das hat aptX, das ist dieser hier Low Latency, steht ja da, mit geringer Verzögerung. Das heißt, zum Fernsehen gucken ist das Ding auch geeignet, wenn der Fernseher Bluetooth hat und über aptX sendet, über Low Latency oder euer Smartphone entsprechend. Das heißt, das Ganze ist dann auch höchstwahrscheinlich lippensynchron. Hier ist ein bisschen Polsterung drinne. Und der sieht ein bisschen komisch aus von den Farbgebungen hier, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, hat wohl ein bisschen beim Transport gelitten. Das sollte eigentlich nicht so sein. Schauen wir mal, wie der Rest aussieht. Und das Ganze ist ein Over-Ear-Headset. Kopfhörer kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Das ist ja mehr ein Headset als ein Kopfhörer. Over-Ear heißt, dass euer Ohr in diesen Muscheln drinne liegt. Und so, und weil die Beleuchtung jetzt gerade ein bisschen dunkler war, habe ich das mal heller gestellt. Ja, wie ihr sehen könnt, in den Kopfhörern selber ist auch links und rechts verzeichnet. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich sehe gerade, für riesige Ohren ist das wahrscheinlich eher On-Ear als Over-Ear. Und dann kommen wir mal zu den Details, die wir hier ansonsten haben. Das Ganze ist, wie gesagt, Bluetooth. Hier habt ihr auch ein Mikro. Da haben wir es, Micro-USB-Stecker zum Aufladen. Dann könnt ihr das Ganze auch noch mit Kabel benutzen. Also ihr könnt noch einen Klinke-Klinke-Stecker besorgen und das Ganze dann auch über Kabel anschließen. Da funktioniert natürlich auch die Active Noise Control Cancelling. Und der Vorteil ist, über Kabel könnt ihr das Ganze auch benutzen, wenn kein Akku mehr drin ist, also wenn der Strom leer ist. Der Nachteil, die aktive Rauschunterdrückung geht natürlich nicht währenddessen. So, und wir haben hier noch was in der Kiste liegen. Und zwar haben wir hier eine dicke Tasche. Und da ist nämlich auch noch Zubehör drin. Das hätte ich fast übersehen. So, machen wir das mal ab. So, hier könnt ihr dann den Kopfhörer auch ganz bequem drin transportieren. Und hier haben wir noch mehr drin. Sehr flauschig innen drin, sehr flauschig. Und zwar haben wir hier einmal dieses besagte Klinke-Klinke-Kabel, müsst ihr also nicht extra kaufen, ist hier gleich mit dabei. Und dann haben wir hier auch noch gleich ein Laut-Leiser-Button und hier zur Gesprächsannahme, und hier ist sogar noch ein extra Mikrofon mit verbaut. Und dann haben wir noch ein USB zu Micro-USB-Kabel, damit ihr das Ganze hier auch in Ruhe aufladen könnt. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Gerät. Also ihr seht, sehr gut gepolstert, sehr weich. Oben der Bügel auch gepolstert und auch für breitere Köpfe sicherlich gebrauchbar. Außerdem habt ihr hier Schienen, um das Ganze entsprechend verstellen zu können. Und hier so ein bisschen im Equalizer-Design, könnte man sagen. Das rastet hier auch so ein bisschen ein. So. So. So, und kommen wir noch zu den weiteren Details. Also die beiden Anschlüsse habe ich euch ja gerade gezeigt. Dann haben wir hier das Active Noise Cancelling, genau, ANC. Das könnt ihr einfach ein- oder ausschalten. Dann haben wir hier richtige, ja, kein Touch-Button, sondern richtige Räder. Und das ist zum Vor- und Zurückspulen höchstwahrscheinlich. Play und Pause. Und hier oben haben wir noch NFC, das heißt, ihr könnt euer Smartphone direkt mit NFC hier verbinden. Ist natürlich sehr praktisch, dann spart man sich das manuelle Paaren.
Und auf der anderen Seite haben wir hier den Ein-Ausschalter und einen Laut-Leise-Regler. Der ist drehbar in dem Fall, ist sehr, sehr schwergängig. Also der verstellt sich auf jeden Fall nicht alleine. Und hier haben wir eine Gesprächsannahme- und Auflegetaste. Und dann haben wir unten noch Mikrofon ein-aus, wie es aussieht. Also mehr gibt es dann natürlich dann im späteren Review. Und haben wir noch irgendwelche Tasten, die ich vielleicht übersehen habe? Nein, anscheinend nicht. Was es noch geben soll, ist das offene Mikrofon. Vielleicht ist auch diese Mikrofontaste dafür gedacht. Das heißt, ihr habt den Kopfhörer auf, hört Musik oder so und ihr wollt dann vielleicht von der Außenumgebung was mitbekommen, dann drückt ihr auf das, vielleicht ist es dieser Knopf hier, muss ich nochmal nachschauen und dann wird der Ton von außen nach innen mit übertragen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich hoffe, das war bei dem Modell auch wirklich so. Aber das dann im späteren Review. Das erstmal zum Unboxing dieses netten Bluetooth Active Noise Cancelling Kopfhörers. Hier müssen wohl eigentlich noch Mikrofone verbaut sein, aber die sehe ich jetzt auch nicht, denn hier sind einmal Mikrofone, damit ihr mit dem Ding auch telefonieren könnt. Und dann gibt es auch noch innen irgendwo Mikrofone, aber die sieht man höchstwahrscheinlich sowieso nicht, für die Rauschreduzierung. Denn dabei wird von außen der Ton aufgenommen, wird durch den Computer hier drinnen, also den Prozessor, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, invertiert sozusagen. Und dann wird eine Gegenschallwelle erzeugt und hebt das Ganze quasi auf. Und dadurch ist der Sound von außen quasi ausgelöscht. Der Schall. Allerdings funktioniert das natürlich nicht hundertprozentig perfekt, das ist ja klar. Besonders bei hohen Frequenzen soll es da Probleme geben. Aber das werde ich dann im Laufe der Zeit jetzt während des Reviews feststellen. Ja, das zum Backbeat Pro von Plantronics. Bluetooth, Kopfhörer und Headset in einem mit aktiver Hintergrundgeräuschunterdrückung.